Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy. Ein Freudenfest in Ferne, genauer bei den Mitgliedern der katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus. Im Rahmen eines stimmungsvollen Gottesdienstes wurde die neue Fahne der KfD Ferne geweiht. Für die KfD ist es heute ein großer Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir nach einem Jahr der Vorbereitung endlich eine neue Fahne haben. Unsere alte Fahne war aus dem Jahre 1979 und hatte schon erhebliche Gebrauchsspuren. Und wir möchten ja ganz gerne auch bei den Wallfahrten ein gutes Bild abgeben, sage ich mal so. Und deswegen haben wir uns eine neue Fahne angeschafft. Pfarrer Martin Beißler sprach in seiner Predigt davon, dass die Fahnenweihe ein gutes Zeichen für die Gemeinschaft und Kirche sei. Er verstand die Fahne als ein Symbol für Zukunft. Die Fahne repräsentiere die KfD nach außen. Sie mache deutlich, dass sich Menschen noch für die Kirche und Gemeinde engagierten. Und das auch noch in Zukunft. Schlechteren Prognosen zum Trotz. Solange sich Menschen wie die aktiven Frauen der KfD einsetzten, könne die Gemeinschaft lebendig bleiben. Die KfD Ferne wurde 1954 gegründet und hat ca. 370 Mitglieder aller Altersschichten. Stolz hält das Vorstandsteam um Brigitte Thiemann, Annette Böse, Wilma Nolte und Maria Taschinski das neue Prachtexemplar in den Händen. Bewusst ist die neue Fahne im Blau gehalten, Marienblau, ein Zeichen der Verbundenheit zum Wallfahrtsort Ferne und seiner Gottesmutter Maria, die Trösterin der Betrübten. So ziert die Gottesmutter auch eine Seite der schmucken Fahne. Auf der anderen Seite befindet sich die Jahreszahl 1954, das Jahr der Gründung der KfD Ferne, umrahmt von einem bunten Weg, der kein Ende hat und immer weitergeführt wird. Auch hier eine Anspielung darauf, dass es in der KfD immer weitergeht und dass die KfD vielfältig ist, was anhand der verschiedenen Farben sichtbar wird. Im Jahresverlauf organisieren die ehrenamtlich tätigen Frauen eine ganze Reihe von Aktionen, von Gottesdiensten, Abendveranstaltungen bis hin zu Tagesfahrten. Teamsprecherin Wilma Nolte ist froh, dass das ganze Dorf hinter der KfD steht, denn ohne Unterstützung von außen hätte sich die Frauengemeinschaft die neue Fahne zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten können. Und wir sind sehr dankbar, dass uns die Ferner Vereine unterstützt haben. Der Erlös des Adventsmarktes ist zum größten Teil, ist der für uns bestimmt gewesen. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir haben aber auch kleinere Spenden erhalten und darüber freuen wir uns natürlich genauso. Die KfD-Ferne ist für die Zukunft gewappnet und zeigt dies mit der neuen Fahne auch sichtbar nach außen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke.